Liebst du den Klang deiner Stimme? Wenn nicht, dann habe ich dir heute ein Mantra mitgebracht, mit dem das leichter fällt, deine Stimme wirklich tief anzunehmen und lieben zu lernen. Und wenn du den Klang deiner Stimme bereits liebst, kannst du es trotzdem mitmachen, denn ich glaube, wir können nie genug lieben und tiefer lieben und noch mehr annehmen, so wie es ist. Ja? Und durch diese Annahme unserer Stimme, unseres Klanges, so wie er ist, bekommt er erstmal den Raum, sich zu verändern. Aber wenn wir nicht in die Annahme kommen und wenn wir im Widerstand bleiben, im Kampf bleiben, ich will es anders haben, ich will es anders haben, es ist mir nicht gut genug, es gefällt mir nicht, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hat dir jemand mal gesagt, dass du nicht schön singst oder dass deine Stimme es nicht wert ist zu singen, ja, dass du es besser lassen solltest. Was auch immer es für Gründe sind, es geht darum, in die Annahme zu kommen, damit sich etwas verändern kann und damit du natürlich in Frieden kommst. Ja, das an allererster Stelle und an zweiter Stelle dann vielleicht, dass sich etwas verändern kann. Das Mantra heißt, das ist mein Klang, und du findest auch den Text in der Videobeschreibung, falls dir schwerfällt, diesen Text jetzt einfach so zu behalten. Ich würde dir aber empfehlen, dass du erstmal versuchst, es ohne mitzulesen aufzunehmen und so in deinem Herzen zu verstehen. Und dann kannst du es vielleicht auch auf wundersame Art und Weise dich an den Text erinnern, obwohl es dir vielleicht sonst gar nicht so leicht fällt, auswendig zu lernen. Aber wenn du es im Herzen verstehst, dann ist es was anderes. Dann kommt es auf einer anderen Ebene an. Und von dieser Ebene aus wollen wir natürlich auch singen und klingen. Und ich singe es dir jetzt einfach mal vor und dann können wir es gemeinsam wiederholen. Das ist mein Klang, nur ich kann so klingen. Das ist mein Klang, nur mir kann gelingen, diese Stimme einzigartig rein zum Klingen zu bringen. Mein Klang. Wenn du das tief verinnerlichst, dass das dein Klang ist und dass es nur dir gelingen kann, deine Stimme einzigartig rein, und das meint auch wirklich rein, frei von Gedanken, von schlechten Gedanken über deine Stimme, zum Klingen zu bringen, einzigartig rein zum Klingen zu bringen, also nur du kannst es schaffen, dann nimmst du die volle Selbstverantwortung in die Hand für deine Stimme, für den Klang, für das, was du zum Ausdruck bringst. Ja? Wir können es jetzt einige Male gemeinsam wiederholen. Du kommst mit jeder Wiederholung ein bisschen tiefer rein und ich wünsche dir viel Freude dabei. Das ist mein Klang, nur ich kann so klingen. Das ist mein Klang, nur mir kann gelingen, diese Stimme einzigartig rein zum Klingen zu bringen. Das ist mein Klang. Das ist mein Klang.
zum Klingen zu bringen. Das ist mein Klang. Das ist mein Klang. Nur ich kann so klingen. Das ist mein Klang. Nur mir kann gelingen, diese Stimme einzigartig rein zum Klingen zu bringen. Das ist mein Klang. Weißt du, was ich im Laufe der Jahre in der Arbeit mit meiner eigenen Stimme und auch mit allen Menschen, die ich bereits zu ihrer Seelenstimme begleiten durfte und immer noch darf, festgestellt habe, dass die allergrößte Arbeit in unserem Bewusstsein liegt. An unserem Bewusstsein hängt es, liegt es, ob und wie unsere Stimme klingt, schön klingt, hässlich klingt, vermeintlich hässlich, ist ja auch nur eine Bewertung. Oder ob der Klang, das So-Sein unserer Stimme, der So-Klang unserer Stimme, wenn er denn geliebt und angenommen wird, ob er sich dann frei entfalten kann. Ja? Wenn du wirklich in diese tiefe Annahme kommst, wirst du ein Wunder erleben. Denn der Klang deiner Stimme wird sich neu einordnen. Er wird einrasten, ins Lot fallen, ohne dass du ganz viele Gesangsübungen gemacht hast. Ja, also es ist wirklich so ein Schritt der inniglichen Selbstannahme. Ja, und in diesem Sinne möchte ich dich so, so gerne einladen, wenn du mehr erfahren möchtest über dieses tiefe Stimme annehmen, dich einzutragen für ein erstes Gespräch. Und wir können gemeinsam herausfinden, in welche Richtung du gehen darfst, damit du dieser Selbstliebe, dieser Klangliebe, deiner Klangliebe näher kommen kannst. Findest du auch in der Videobeschreibung, wo du dich da eintragen kannst. Und ich möchte jetzt zum Ausklang dieses Videos einfach noch ein paar Mal mit dir das Lied wiederholen und dann in Stille das Video beenden, dass du das so richtig einsinken lassen kannst, tief einwirken lassen kannst, wie eine Art Medizin dieses Mantra mitnehmen kannst. Schließ gern deine Augen, um es nochmal zu singen. Leg eine Hand aufs Herz. Das ist mein Klang. Nur ich kann so klingen. Das ist mein Klang. Nur mir kann gelingen, diese Stimme einzigartig rein zum Klingen zu bringen. Das ist mein Klang. Das ist mein Klang. Nur ich kann so klingen. Das ist mein Klang. Nur mir kann gelingen, diese Stimme einzigartig rein zum Klingen zu bringen. Das ist
so klingen. Das ist mein Klang. Nur mir kann gelingen, diese Stimme einzigartig rein zum Klingen zu bringen.